Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bloodborne. Ja, im letzten Part haben wir hier die Amygdala, den doch ziemlich üblen Boss-Gegner in der Albtraumfront geplättet. Und ich bin jetzt mal zurück hier zum Kathedralenbezirk, denn es gibt ja oben noch einen oberen Bereich. Da waren wir noch nicht, da war eine Tür verschlossen. In einem der ersten Parts haben wir das bemerkt. Ja, vielleicht können wir jetzt da rein. Ich werde mal nachschauen und nehme euch auf jeden Fall mit. Bin gerade hier angekommen und ja, der Typ hier ist ziemlich verzweifelt. Was, eine Bestie? Oder könnte sich jemand hier eingeschlichen haben und... Ja, er fragt sich gerade eine Bestie. Wer war es, eine Bestie? Ja, er fragt sich, ob eine Bestie dafür verantwortlich war, dass hier die alte Frau tot ist. Denn die ist hier hinüber mittlerweile. Ist verreckt. Ja, irgendjemand ist hier hingekommen und hat die einfach umgemetert. Sie hat irgendwas gedroppt. Ein Beruhigungsmittel. Ja, das hätte sie selber auch gebraucht. Gut, in dem Fall nehmen wir es an. Hier, sie ist auch nicht mehr ganz die Fitteste hier. Ja, also wir schauen mal kurz hier in, noch mal kurz hier in den Kathedralenbezirk mal hier rein. Wer hockt da? Hey, den haben wir doch befreit. Den haben wir doch in dem Wald befreit, diesen Typen hier. Hallo. Hey, was geht Das ab? hier schulde ich euch. Das ist ein wunderbarer Ort. Sie lassen sogar Bettler wie mich rein. Und was noch besser ist, jeder bleibt für sich. So tritt man sich nicht auf die Füße. Nicht wahr? So sollten wahre Janamiten leben. Ja, hau rein. Lass mal was springen hier. Ich möchte etwas mit euch teilen. Ja, mach doch mal. Ein geheimer Vorrat. Wirklich gutes Zeug. Na? Bestienbluttablette. Ah, okay. Hallo. Ja, was geht da ab? Ich schulde euch wirklich, dass ihr so ein schönes Zuhause für mich gefunden habt. Jo. Ja, und rückst du noch was raus? Es ist toll hier. Hier gibt es alles, was Janam auch hatte. Und noch mehr. Es ist toll. Gut, also der ist auf jeden Fall zufrieden, der freut sich. Und schaut euch das hier an mittlerweile, wie sich hier Janam verändert hat. Wer sich hier eingenistet hat. Eine weitere Amygdala aus der Albtraumfront. Tja, Baby, deinen großen Bruder haben wir schon umgenietet. Und euch anderen kommen auf jeden Fall auch noch auf die Schliche. Ja, also wie gesagt, bevor wir jetzt oben in den Kathedralenbezirk gehen, schauen wir mal kurz nochmal hier in dieser Tachchen oben an der Kathedrale vorbei, denn könnte sein, dass wir hier da nochmal den NPC treffen, den wir schon mal kennengelernt haben. Hi Sensenmann und tschüss, schönen Tag noch. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber das werden wir mal kurz mal rausfinden. Scheiße, wir haben ihn glaube ich schon verpasst. Hier ist schon irgendwas im Argen. Hier liegt, genau, hier liegt der NPC, den wir kennen, hier. Hier, den wir ganz am Anfang getroffen haben auch. Ich fürchte, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich werde mich kurz ausruhen. Oh, keine Sorge. Ich habe Blut genommen. Genug, um meine alte Frau zu retten. Keine Träume mehr für mich. Dies ist meine letzte Chance. Was für eine Närrin ich bin. Ich muss vorsichtig vorgehen. Dieses Ding liegt immer noch auf der Lauer. Kehrt um. Diese Rechnung habe ich zu begleichen. Okay, also scheint so, dass hier irgendwas unterwegs ist, was hier Leute umnietet. Und zwar, die alte Frau ist tot. Sie ist hier schwer verletzt. Beute liegt auf der Lauer. Kehrt um. Diese Rechnung habe ich zu begleichen. Die Rechnung hast du zwar. Ja, aber du kannst nicht mehr. Du bist ja ziemlich. Du bist ja total im Arsch. Du bist ja total am Saften hier. Also gut, dann müssen wir mal gucken. Und ich, ja, ich erinnere mich auch wieder hier an diesen Kollegen hier. Und
Wir schauen mal, genau. Das war ein Jäger. Ein anderer Jäger, ein feindlicher Jäger hat die alte Frau umgenietet. Und auch hier unseren befreundeten Jäger so schwer verletzt, dass sie fast tot ist. Und tja, ich hatte euch ja am Anfang des Spiels gesagt, wir versuchen hier alle Questlines auch zu beenden. Und das gehört jetzt dazu. Wir müssen uns hier diesem Jäger stellen, um die Questline hier von ihr zu beenden und am Ende auch etwas zu erhalten. Der Punkt ist, dieser Jäger hier ist absolut übel. Das weiß ich noch. Extremst schnell. Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwas zur Waffenverstärkung haben. Haben wir im Moment nicht dabei. Aber wir können wenigstens hier für die Pistole eine Verstärkung reintun. Zum Schießen. Diese hier. So, und dann können wir irgendwas noch tun. Irgendetwas noch. Nee. Ich würde sagen, wir gehen es einfach an. Eine Münze? Ich wollte doch keine Münze hinlegen. Falsches Item. Ach, und wir haben den Schussverstärker auch nicht mehr. Der sieht so ähnlich aus. Doch, haben wir hier. Knochenmarktasche, das wollte ich haben. Okay, auf geht's. Hilft alles nichts. Und los. Ja, genau, das ist es. Der stunt einen ziemlich oft. Und dann ist fast die ganze Leiste weg. Aber was soll man machen, ne? Nope. Aber bis jetzt geht's eigentlich. Bis jetzt läuft's doch. Vielleicht schaffen wir ihn sogar. Komm. Ja, okay. Er kann sich auch heilen. Super. Das ist natürlich heftig. Genau. Ich rede jetzt im Moment mal nicht so viel, weil hier doch heftigste Konzentration nötig ist gerade. Aber wenn er sich immer heilt, dann ist das durch extrem was. Wir pfeifen uns erstmal so eine Knochenmaske rein. So, fertig. Was sagst du dazu? Erstmal einen Schuss. Zack. Schade, dass wir den noch nicht gestunt haben bis jetzt. Ich fahre jetzt so eine Knochenmaske rein. Wir haben ihn fast gestunt. Jetzt sind wir irgendwie angefixt worden.
dass wir uns nicht mehr heilen können, glaube ich, oder? Was ist das hier? Ja, wir können uns gerade nicht heilen, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da muss man am besten mal ausweichen, aber completely ausweichen jetzt hier. Komm. Hör auf mit dem... Komm, was los jetzt? Keine Munition mehr. Wow, und dann haben wir ihn geschafft. Gott sei Dank, wir haben ihn geschafft im ersten Versuch. Ach, das ging doch, ey. Yes, das ging doch. Großartigen Weisheit. Ja, Leute, das war... Vielleicht denkt ihr jetzt, wieso macht denn der so einen Wirbel? Aber ohne Scheiß. Damals hier im ersten Durchgang hier... da habe ich hier richtig lang gehangen, glaube ich, hier an dem Kollegen. Wer das Spiel hier durchgespielt hat, könnte euch was zu sagen. Also ich habe den wirklich extremst heftig in Erinnerung und... Ja, ihr habt es gesehen, einmal hat er auch hier uns heftig gestunt und irgendwie 80% abgezogen. Wie auch immer, gut gegangen und somit haben wir hier auf jeden Fall, denke ich, auch die Quest von diesem NPC beendet. Und genau so geht's weiter. Hört ihr nie auf die Älteren? Meine ruhmreichen Tage sind schon lange her. Ich weiß, hier, für euch. Ja, wir erhalten jetzt Zeichen eines starken Jägers und Wissen des Verrückten. Entscheidung liegt ganz bei euch. Oh, meine Lieder werden schwer. Lasst mich eine Weile ausruhen. Es geht mir gut. Wartet nur ab. Okay, ich denke, wir haben jetzt das Item nicht bekommen, was man normalerweise bekommt, aber die Quest ist eigentlich hier zu Ende. Solltet ihr es selber spielen, dann kommt einfach später nochmal kurz nach dem Besiegen des Jägers vorbei, falls ihr etwas Besonderes nicht droppt. Denn normalerweise wird hier etwas gedroppt, womit die Ausdauerregeneration beschleunigt wird. Und dieses Item haben wir ja bereits schon angelegt, weil wir uns hier im New Game Plus oder Plus Plus, ich weiß nicht genau, befinden. Und deswegen haben wir das schon und deswegen haben wir wahrscheinlich das Item jetzt nicht bekommen. Ihr müsstet eigentlich, wenn ihr das selber spielen solltet, irgendwann hier dieses Item bekommen. Relativ wichtig, finde ich. Deswegen haben wir die Quest auch komplettiert. Wie gesagt, zur schnelleren Ausdauerregeneration. Das könnt ihr da in unserer Homebase an dem Tisch, direkt neben der Werkbank ist das, da kann man das einstellen und diese Dinger... Kann man ausrüsten. Okay, ja, wir sind soweit. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zurück hier. Ein Item, was wir noch gar nicht benutzt haben.
Hier Zeichen neu erwachen, ohne Blutechos zu verlieren, verwenden. Und gehen wir kurz zurück, denn mit 4 Feriolen ja, lebt es sich nicht allzu lange. So, und was bleibt noch übrig? Genau, jetzt gehen wir nochmal zurück in den Hexenwald und werden auf jeden Fall wieder mit dem anderen NPC in Kontakt treten, mit Alfred, ne? Unserem Alfred, der ist ja auch noch da. Und die Questline existiert auch noch. Und wenn ihr euch richtig erinnert, wenn ihr euch erinnert, der Alfred, der war ja auf der Suche nach einem Schloss, ne? Und wir aber haben schon eine Einladung bekommen. Eine Einladung bekommen zu einem Schloss. Nicht er, sondern wir. Und da werden wir jetzt hingehen. Also in Richtung Schloss. Vorher aber durch den Hexenwald. So, haben wir das. Vorher durch den Hexenwald. Und ja, ich gucke auf die Uhr. Ich denke, das machen wir noch. Also wir machen das Schloss jetzt nicht mehr, aber den Hexenwald auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte man schaffen. Wird der Part ein bisschen länger. Aber wir können schauen auf jeden Fall schon mal in diesen Hexenwald rein. Hemwig-Knochenstraße. Guck mal hier. Ich glaube, das ist auch hier richtig. Da müssen wir nochmal hin. Obwohl, nein, Leute. Ich habe doch gerade gesagt, wir schauen nochmal oben an der Kathedrale. Oben an der Kathedrale ist auch noch ein separater Bereich. Da waren wir auch noch nicht. Also, dann würde ich sagen, hier haben wir nochmal einen kurzen Einblick, wo es dann wahrscheinlich im nächsten Part hingeht. Ich mache einen Cut und wir sehen uns in der Kathedrale. Schwupps, und da sind wir wieder. Gut, das Ganze hat auch einen Vorteil. Nach dem Gebeame hier, wer Souls und Bloodborne kennt, der weiß, wenn man sich hin und her portiert, ändert sich auch manchmal die Position der NPCs oder es kommt ein neuer Dialog. Und deswegen rennen wir nochmal kurz zu dem NPC, um sicher zu gehen, dass wir die Quest auch abgeschlossen haben. Hier, wo wir gerade eben gewesen sind, bei dem Jäger. Das kontrollieren wir kurz nochmal, bevor wir in den oberen, hoffentlich in den oberen Kathedralenbezirk kommen. So, und siehe da, ist weg. Das heißt, das war's. Das war es. Quest beendet. Ja, Leute, ihr könnt ruhig da rumfackeln, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir machen uns auf. Hallo Dagobert. Schöne Kapuze hast du an. Wir gehen weiter hier. Ja, du auch. Toller Mantel. Und wir gehen weiter hier in Richtung oberen Kathedralenbezirk. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt nicht vor der verschlossenen Tür da stehen. Ansonsten geht es dann doch im Märchenwald weiter. Da ist wieder der Opa, der ist zum Leben erwacht. Hallo, Monster, Bestie, schönen Tag noch. Und weiter geht's, wir rennen einfach durch. Denn die Location kennen wir schon. Und hier halten wir uns gar nicht lange auf. Denn jede Sekunde hier ist gefährlich. Und dann machen wir uns lieber auf zum nächsten Bereich. So, hier geht's hoch. So, stirb, Bestie, stirb. Na, hat er uns doch kurz angesnackt hier, der Kollege. Schöne Träume. Und 1, 2. Jawohl. Da haben wir den Schlüssel. Okay. Dann geht es erst im nächsten Part in den Hexenwald und Schloss und so weiter. Dann machen wir nämlich genau, hier sind wir richtig im Spiel, sind wir am richtigen Platz, im oberen Kathedralenbezirk. Wir kommen hier dem Turm ganz nah, seht ihr hier. Und ich bin immer wieder noch begeistert von der Architektur hier, von dem
von dem Art-Design. Ich liebe es. Sagen wir immer guten Tag. Wer ist das hier? Und kein Guter. Wer sich einlocken lässt, ist kein Guter. So. Da sind wir. Im oberen Kathedralenbereich. Ziemlich foggy hier. Ah, die ersten Widersacher kommen schon angeschlurft hier. Ich glaube, die haben auch Gift an Start jetzt. Ja, irgendwie, nee, Magie. Durch können wir jetzt gerade noch nicht. Versperren den Weg. So, wir lassen es einfach mal. Denn ihr seht, wo wir hin müssen. In dieses Gebäude hier zum einen und auch hier rechts entlang. So, Laterne angezündet. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und beginnen dann im nächsten Part diesen Bereich und werden dann versuchen, im nächsten Part den hier komplett fertig zu machen. Inklusive einem, wenn nicht sogar zwei Bosskämpfen, glaube ich. Das weiß ich natürlich noch nicht, ob wir die beide im nächsten Part kriegen, aber wir werden einen großen Teil... doch, wir schaffen das. Ich denke, wir schaffen das sogar. Dass wir vielleicht sogar zwei Bosskämpfe im nächsten Part und dann hier diesen kompletten Bereich klären. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen bis hierhin und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.